Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainsim World 3. Ja, wir sind heute unterwegs mit einem Szenario im Creators Club von dem lieben Olli. Ja, Abspann findet ihr genauere Infos dazu. Auf jeden Fall fahren wir den DGS 69471 mit dem Sarrails Stahlzug, der von der HSL gefahren wurde, heute mit der gemieteten Baureihe 185 von Railpool mit 5 Hubbins leer, die in Neunkirchen beladen und mit anderen Wagen retour gehen. Strecke Bremen-Oldenburg. PZB Modus M, Bremsstellung P, VMAX 100, wenn Streckenkunde von ist 120, Zugattung DGS, Zugnummer 69471. Startziel HBKE, also Hansestadt Bremen. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht, wofür das KE steht. Break. Unterweser. Ah, okay, wenn es Unterweser ist, ist es Unterweser, soll mir auch egal sein. Und wir fahren nach SNK Neunkirchen, in Klammern Saar. Dominiert ist die Nordwestbahn von Tombomski, Erfurter Bahnservice von Just Jones, Railpool 155 und die HVLE von Olli. Dazu genaueres nachher im Abspann, weil ich habe eigentlich schon mal dieses Intro gemacht hier und das ist ein bisschen ausgeartet, deswegen kommt das nachher nochmal Abspann mit rein. Und dann werdet ihr auch sehen, mit welchem Problem ich allgemein zu kämpfen habe, wenn ich solche Szenarien mache. Und ja, wäre halt so eine schöne Sache, wenn man da mal so ein bisschen drauf eingehen kann. Allgemein natürlich cool, dass er die ganzen Szenarien jetzt hier, also die Lackierung und so weiter, aufgezählt hat. In dem Beispiel. Aber wäre halt schön, wenn man auch die passenden Namen nimmt. So, damit lieben Gruß. Ihr findet natürlich alle Lackierungen, so wie es sein muss, unten in der Videobeschreibung, soweit ich es zuordnen konnte und wusste. Ja, das dazu. Genaue Infos kommen dann nachher auch im Abspann zu. Was ich auch noch wissen wollte, hier steht PZB Modus M, okay. Bremsstellung P. Direkt mal die Frage an die Lokführer unter euch oder Zugführer oder ist mir auch egal. Es gibt ja verschiedene Bremsstellungen. Da gehen wir gleich mal eben. Können wir auch eben im Fahrzeug mit rein drauf eingehen. Warum Bremsstellung P und nicht G? Ich dachte, P wäre für Personenzüge und G wäre für Güterzüge. So wie ich das jetzt irgendwie neulich mal recherchiert habe. Weiß ich aber nicht. Deswegen bin ich da mal sehr gespannt. Ja, zu der Werbung brauche ich nichts sagen. Ich denke, das ist jetzt wieder alles nicht mehr up to date, weil die Aufnahme ist noch vor, also noch im letzten Jahr entstanden. Deswegen machen wir heute auch nochmal eine. Ach, wir sind ja auf Bremen, deswegen kann ich hier auch nicht die God-Mode benutzen. Und ja, also Bremsstellung P statt G. Warum und wieso und weshalb? Gute Frage, gute Frage. So, was haben wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Was mir direkt auffällt, hier ist schon mal schön viel Plunder am rumstehen. Junge, Junge, Junge. Das ist ja mal cool. Da hinten fährt auch noch was ab. Wir müssen mal eben gucken, was fährt denn da hinten raus. Also ich finde es jetzt gerade einfach nur interessant zu sehen. Also wir haben hier wirklich eine 187 von MRCE am Start. Hier fährt dann die Erfurter Bahnservice, die 155, die er haben wollte. Da gibt es aber auch schönere Markierungen. Hier haben wir nochmal eine 187 am Start von CapTrain. Also die spawnen anscheinend random. Weiß ich aber auch nicht genau. Falls ja, schreibt einfach mal in die Kommentare. Kann mich natürlich jetzt auch irren. So, was haben wir noch? Wir brauchen. Also, LZB geschlossen. So, SIFA. Wir haben hier Schlusslichtspitzensignale. Federspeicherbremse ist gelöst. Die steht auf P, G. Wofür ist eigentlich Bremsauswahl? Wir haben Stufe R, P und G. Wo ist der Unterschied? Ich dachte, G wäre Güterzug, P wäre. Ist eigentlich dann auch für Schnellfahrten, ne? Irgendwie so hatte ich das gelesen. Das wäre dann einfach nur die Stärke, wie stark die Bremsen reinhauen. Was macht der hier? Dramatisch oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ist mir egal. Ich fummel da nicht ran rum. Hauptsache, das Ding fährt irgendwie und gut ist. So, den brauchen wir. Der geht nach vorne. Wir brauchen eine AFB. AFB, AFB, So, die setzen wir auf Maximum. AFB, Störung,
Störung. Lüfter, Kompressor, brauchen wir noch irgendwas? Spitzensignal normal. Instrumentenbeleuchtung ist an, Lokführerpultbeleuchtung ist an, Bremse ist gelöst. Ja, auf was müssen wir die AFP setzen? Ich so. Eigentlich wollte ich aber Schnee fahren, geht jetzt gerade gar nicht. Hm. Zugbeeinflussung. So. Geht ja schon direkt gut los. Um richtig das befreien? Boah, was ist das denn jetzt für Müll? Habe ich ja noch nie gehabt. Habe ich da einen Hall? Ich hab, oh, bin ich doof. Eieieiei, das habe ich ja jetzt voll vergeigt. Also weil ich mich befreit habe für das... Oh, es hat blöd gelaufen. Das ist jetzt ja richtig blöd gelaufen. Ja, ich meine, eigentlich kann ich auch stehen bleiben. Weil ich sehe ja das Signal von hier aus, ich könnte euch hier warten, ist eigentlich egal. Hm. Ja, bin ich mal gespannt, wann es hier weitergeht. Wir werden es sehen. Wir rollen mal eben nach vorne. Und ja. Spannende Sache. Also die S-Bahn ist auf jeden Fall raus. Was natürlich jetzt auch einen coolen Start hier im Spiel macht. Der Güterzug ist auch weg. Mal warten, ne? Mal schauen, wie lange. Und ja. So. Kann sich also nur im Jahr handeln. Und mal schauen. So, da wurde ich leider gerade noch parallel von ein paar Leuten gestört, wenn man es ausdrücken kann. Und ja, wir machen uns jetzt hier auf den Weg, wir dürfen raus. Zugbeeinflussung, 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 Zugbeeinflussung. Und ja, mal schauen. Also der Anfang war jetzt schon mal interessant. Wie schwer sind wir eigentlich? Ich habe gleich auch nix. Ist ja wirklich nix. Das ist ja wirklich nichts. So, also wir dürfen 120 fahren, weil wir Streckenkenntnis haben. So mehr oder weniger zumindest. Zugbeeinflussung. 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 Da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, ihr kriegt nachher im Abspann dann noch mein Statement dazu, wie ich das ganze Ding zusammengeschoben habe und bla und blub mit der ganzen Beschreibung nochmal. Also eigentlich die Einleitung, die blende ich einfach noch hinten dran. Hat den Hintergrund einfach mal, um die besagten Probleme zu erkennen, die man so dabei manchmal hat. Auch wenn dann vielleicht mal das ein oder andere Wort doppelt gefallen ist. Egal. Nö, jetzt geh ich schon wieder in Halt. Olli! Lässt du mich echt noch arbeiten hier? Oi, 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 oi. Da lässt er mich hier heute arbeiten. Eieieiei. Da lässt er mich hier echt arbeiten. Ich hab dich echt lieb, Olli. Vor allen Dingen heute. Vor allen Dingen heute. Ich meine, endlich mal ein Szenario, bei dem ich arbeiten muss, weil, ich sag mal so, das ist jetzt ja auch eine Vorproduktion für meinen Frühjahrsurlaub, ne? Und deswegen, auch das hier war jetzt, wie gesagt, eine Vorproduktion. Und ich muss sagen, ich bin jetzt die anderen Sachen gefahren. Ich weiß nicht, welches jetzt wann, wie und wo veröffentlicht wird, aber alles im Zeitraum Januar, was jetzt kommen wird, ist vor diesem Video. Also,
höchstwahrscheinlich vor diesem Video gemacht worden, weil das müsste eigentlich die letzte Aufnahme sein, die ich machen werde vor meiner Abreise. Und ja. Zugbeeinflussung. Wir haben eine Fahrt. Ich sehe, dass wir Fahrt gekriegt haben. Gut, also 70 dürfen wir fahren, aber machen wir 60, so. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Haut er mich jetzt eigentlich immer noch in den... Nee, er hat mich freigemacht, das ist schön. So, worauf wollte ich jetzt eigentlich gerade hinaus? Also wie gesagt, das ist eine Vorproduktion auf jeden Fall und... Ja, deswegen, was ich so bisher gesehen habe, es hat hier bisher echt mal wieder ein spannendes Szenario, weil hier einfach wirklich viel Verkehr ist. Finde ich klasse. Also muss ich sagen, gefällt mir mega. Dafür war halt die Installation der ganzen Lackierung. Das war vorhin echt ein Graus und oh, Katastrophe, Junge. Aber das hier ist wieder eine schöne Sache. Muss ich sagen, gefällt mir gut. So, 120 dürfen wir fahren. Mit dem Hobel. Darf ich eigentlich wirklich fahren? Ich dachte. Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, da ist jetzt nicht wieder Halt vor uns. Naja, ist noch kein Halt. Ja, 120 dürfen wir fahren. Aber das ist schön. Dann fahren wir 120. Heute mit Grafikfehlern. Also wir fahren 0. Naja, ist auch egal. So. Bin ich mal gespannt. Was ich wie gesagt schade finde, ja, muss ich mal gucken, ob ich da mal irgendwann ein Update zur Godmod finde. Oder mal dran denken. Dass man wirklich immer noch kein dynamisches Wetter bei den Szenarien hat. Naja, gut. Auch cool wäre es gewesen, wenn die jetzt hier in der VTG-Lackierung gewesen wären, die Wagen. Aber egal. Habt ihr aber noch nie in der Originallackierung gesehen. Doch, einmal haben wir eins angeguckt, ne, von den Wagen. Ja. Und daher alles gut. So. Dann sind wir ja auch gleich schon in Neustadt. Ach, ich habe mein Kabel um mein Headset gewickelt. Sehr clever. Ja. Na, das haben sie natürlich schon schön gemacht mit dem Bahnhöcking. Muss man ehrlich sagen. Cool ist auch, dass der Behang wackelt im Wind. Da war eine Schranke defekt. Habt ihr das gesehen? Ist nur auf. Die ist erst jetzt runtergegangen. Eieieiei. Wie ist das eigentlich? Woher weiß ich jetzt in dem Fall, dass da eine Bahnschranke nicht geschlossen ist oder so. Ich meine, jetzt bei den Nebenbahnen bei mir weiß ich, dass da extra Signale sind. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber blinkt halt gelb und dann ist der Bahnübergang in Aktion. Blinkt das Ding nicht, ist die Anlage defekt und man muss davor halten. Aber wie ist das jetzt hier? Ich meine, ich habe jetzt ja kein Signal, welches mir wirklich einen Hinweis gibt. Hier ist ein Bahnübergang. Muss stehen bleiben, weil wenn ich Fahrt habe, habe ich Fahrt, ne? Woher weiß ich jetzt, da hinten der Bahnübergang, der da in der Kurve ist beispielsweise, falls da einer sein sollte, aber da müsste da einer kommen, woher weiß ich, dass der... Warte, Kollege. Woher weiß ich, dass der nächste Bahnübergang, der hier dann die Schranken offen hat?
Schreibt es in die Kommentare. Und vorher weiß ich, dass ich dann da stehen bleiben kann und nicht einfach so drüber sammeln wie jetzt, weil wenn er jetzt ausfällt, der nächste, ne? Ich meine, kann ja nicht. Ich muss halt ja irgendwo ja wissen, ob so ein Ding defekt ist oder nicht. So wie gerade eben, wo die Schranke einfach runterging. Kann ja nicht sein. Oh, wie weit müssen wir noch? Oh, noch 13 Kilometer. Sind wir auch schnell am Ende unserer Reise angekommen. Allgemein hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat oder gefällt. Wenn ja, gebt dem ganz ruhig mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr regelmäßig neuen Stuff von mir sehen wollt, auch gern mal die Glocke aktivieren. Und wenn ihr euch Szenarien von mir wünscht, die ich euch mal von euch vorstelle, fahre, das gleiche gilt auch für Lackierungen, ne? Schreibt auch das in die Kommentare. Mache ich gerne. Wenn ich die Zeit habe, ne? Also kann jetzt noch was untergehen, weil wie gesagt, aktuell bin ich irgendwo in der Nähe von Dubai unterwegs. Deswegen, bis da eine Rückmeldung kommt, das kann noch was dauern. Aber ich denke mal so ab Februar, Anfang, Mitte Februar, werde ich wieder dieses Thema angehen können. Und ja. So, das dazu. Ja. 11 Kilometer bis Bremen Neustadt. Hier haben wir dann mal eine blaue Variante von der 155. Also ich muss echt sagen, was den Schienenverkehr betrifft, hat er sich wirklich Mühe gegeben, der Olli. Eieiei. Hut ab, Hut ab. Also das gefällt mir echt gut. Ich weiß nicht, ob ihm das auch so gefällt oder ob da irgendwie sich jetzt hier aus dem Grund staut, wo es sich nicht stauen sollte, aber mir persönlich gefällt es gut, schön geworden. Also viel zu tun, viel Verkehr. Kommt uns ein ICE entgegen. Da kommt uns gerade ein ICE entgegen. Coole Sache. Aber wirklich cool. Aber eben gestaudet sich hier gerade so ein bisschen, ne? Nur so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen. Aber wir dürfen zumindest durchsemmeln mit unseren 120, das ist ja schon mal nicht schlecht. So. Richtig viel Verkehr. Seht ihr das? Eieiei. V60 am Start. Dann haben wir da hinten auch nochmal eine... Boah, Junge, Junge, Junge. Also das hat er wirklich schön gemacht. Muss man ja ehrlich sagen, auch mit den Sachen, die da so rumstehen. Sieht ja gar nicht so... gar nicht leer aus. Also, gefällt mir wirklich gut. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja. Also Link zu den ganzen Lackierungen sowie zum Szenario findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Haben die überlebt? Ich hoffe, sie haben überlebt. Scheint gut gegangen zu sein. Ja, ey, gibt auch Bekloppte immer, ne? Das sind so Probleme. Ja. Katastrophe. Katastrophe. Genauso wie die Kameraführung gerade. Komm, fliegen wir mal zum nächsten Bahnübergang. Muss ja da gleich irgendwann mal kommen. Damit wir mal so ein schönes Thumbnail basteln können. Hab ja am liebsten immer so Sachen. Das zieht sich aber echt noch, ne? Ja, okay, lass es ziehen. Da kommt er, unser böser Bahnübergang.
So. Ja. So sind wir. Wir sind wirklich kurz, ne? Na, auch so ein Manko halt immer die Lichtreihenfolge bei dem Spiel. Aber immerhin haben wir hier überall alle Bahnschranken und so weiter vertreten, so wie es sein muss. Ja. So, 4 Kilometer haben wir das Ziel erreicht. Und damit auch das Ende unserer Reise anscheinend schon. Geht ja eigentlich ganz zügig. Also wahrscheinlich habe ich mehr länger gebraucht, um die ganzen Sachen zu installieren, als... Ja, dieses Video jetzt selbst. Du wirst das halt, macht man nichts dran. Na, ja. 3,3 Kilometer. Naja, wie dem auch sei. Für zwischendurch mal ist das doch eine schöne Sache hier. Also beim lieben. Danke, lieber Olli, für die schöne Szenario. Akabore 189 Fan. Wenn ich mich jetzt nicht gerade vertan habe. Ne, war richtig. Ja. Schaut mal auf seinem YouTube-Kanal. Haben die den Fuß weh? Die haben mir ja wirklich. Die haben sich ja bei den Straßenübergängen ja wirklich Mühe gegeben, ne? Ich meine, die Schranken sind immer noch zu breit und so, ne? Aber die haben sich da wirklich Mühe gemacht. Wenn ich so die ganz alten ersten Strecken sehe, beispielsweise Rapid Transit, das ist ja eine Katastrophe da, wie die Bahnübergänge da sind. Und dann sieht man hier sowas, also sind schon Welten zwischen. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt hier so Simrail sehe. Zugbeeinflussung. Ich kann halt auch voll in die Hose gehen. Aber gut. So. Ein bisschen Sand dabei. So, dann haben wir hier seine Haarfreigabe. HVLE-Lok. Aber wie gesagt, eigentlich eine sehr, sehr schöne Lok. Na, also muss man ehrlich sagen. Nur wie gesagt, das Rumnölen. Weil das ist jetzt so mein Standard-Rumnölen, das ihr jetzt immer haben werdet. So wie ich das jetzt hier mit dem Bremsen vergeigt habe. Und ihr dafür rumnölen dürft. Halt der Kleinkram da unten. Das wäre natürlich immer so ein schönes Gimmick. Jetzt frage ich mich gerade. Was ist denn hier passiert? Olli, wir lassen den Lama eben stehen. So, Bremse anziehen. So, was ist denn hier passiert? Immerhin ist das Spiel nicht entgleist und abgestürzt, ne? Aber soll das so sein? Ja, das Gleis war wohl zu Ende, wa? Eieiei. Interessant. Boah, ey. Also zum Glück ist er nicht abgefahren bisher, ne? Also, ich weiß nicht, ob das so sein soll, lieber Olli. Ich meine, es sieht auf jeden Fall cool aus. Also, ah, schön. Schön, 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 schön. Ich würde sagen, das muss so. Das soll so, ne? Also, coole Sache. Ja. Da sollte es vielleicht nochmal dran gehen. So, psch. Aber hat keiner gesehen. Kannst du auch lassen. Ich meine, wenn er jetzt nicht abfährt, wenn man hier mit 100 an rumtingelt, ist alles gut. Er darf nur nicht abfahren. Weil wenn er abfährt und wirklich dann erneut entgleist, dann ist halt das Szenario zu Ende. Weiß man ja. Schönes Gimmick hier. Schönes Gimmick. Also, sieht cool aus. Sieht cool aus. Vor allen Dingen, dass die auch noch Fahrgeräusche machen. So, was kommt uns denn da entgegen? Und noch ein Holzzug. So, weil wir jetzt ja eh hier halten sollen, wir können mal gucken, was hier noch so an Fahrzeugen zu uns käme.
Ich meine, sonst würden wir noch 20 Minuten länger fahren, wenn wir jetzt langsam unterwegs gewesen wären. Wir haben hier ja auch noch ein bisschen Luft. Bis nach Bremen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein oder zwei Züge kommen werden. Einfach nur, um zu gucken, was wir jetzt sonst verpassen würden, wenn wir jetzt in den Bahnhof reinfahren. Falls wir was verpassen, weil... Muss natürlich nicht sein, aber kann. So. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ich habe Streckenkenntnis rechts rum, aber links rum habe ich keine. Ist hier Sense oder ist hier keine Sense? Kommt hier eine unsichtbare Wand? Ja oder nein? Nein, es kommt keine. Man kann hier wirklich entlang. Hier hält dann unser Güterzug. Interessant. Habe ich damit auch noch nie wirklich befasst. Volvo? Ne, Audi. Audi-Verschnitte sind das, die hier geparkt sind. Okay. Ah, dann haben wir unsere Standard-Veolia. Also die Lackierung, irgendwann schmeißt die wirklich raus, weil ich kann es nicht mehr sehen. Also die Lok ist, glaube ich, die, die am meisten in meiner Trains-Welt rumfährt. Hier hinten ist sogar noch ein Bahnhof, seht ihr das? Da ist ja sogar noch ein Bahnhof. Da hinten ist echt ein Bahnhof. So, coole Sache. Da hinten ist ein Bahnhof. Den müssen wir mal erkunden. Eigentlich müssen wir mal allgemein die ganze Strecke erkunden gehen, ne? So, dass hier auch wieder ein Prellbock fehlt. Das sind halt so die Kleinigkeiten in diesem Spiel, ne? Aber gut. So, wir sind jetzt hier. Uns wird hier wahrscheinlich keiner entgegengekommen sein. Ich hoffe es zumindest. Also in die Richtung fährt nichts. Kommt denn noch vom Hauptbahnhof aus was? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Schranke müsste oben sein. Wir werden sehen, wenn die Schranke oben ist, wird man nicht loben. Schranke ist oben. Nein, also ich gehe nicht davon aus, dass uns aus dem Hauptbahnhof kommen wird. Na gut. Dann ist das so. Dann ist der Hauptbahnhof halt leer. Unter der Voraussetzung würde ich sagen, fahren wir jetzt in den Bahnhof rein. Also. Halten den Hobel 500 Metern ab und gut ist. Aber das nicht gerade ein anderer Server. Ich würde das sagen. Na, fahren wir da eben mal hin, parken den und gut ist. Und wie gesagt, danach geht's dann auch. Zugbeeinflussung. Noch eben mit dem eigentlichen Ankündigungsding weiter, beziehungsweise in dem Fall wird es dann halt der Abspann sein. Ja. Und danach müssen wir mal gucken, was euch dann noch erwarten wird. Ja, aber wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, ruhig einen Daumen nach oben geben. Nehmt mein Gefluche gleich nicht zu übel und nicht zu sehr zu Herzen. Aber ja, es sind halt diese Probleme. Ich will sie mal mit quasi als Outtakes mit einbringen. So ein bisschen. Ob es lustig ist, würde ich jetzt gerade nicht so betiteln, aber ja, vielleicht findet der eine oder andere mal interessant, mit was für Problemen man so zu arbeiten hat, ne? Gerade wenn es wirklich Szenarien sind, die von anderen Nutzern und Usern sind. Zugbeeinflussung. Besser bremsen geht jetzt fast nicht, ne? So. Damit haben wir den Hobel gelandet. Szenario ist fertig. Ja. 24 Minuten haben wir daran gesessen. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich im Outtake-Video. Und ja. Ich weiß noch nicht, warum der RB4 noch hier drin ist und von wem der war. Aber den wollen wir auch nicht fahren. Wir fahren heute den HSL 69471. Genau, ist dazu jetzt sofort mehr. Das Ganze ist vom lieben Olli zusammengebastelt worden. Ich freue mich drauf. Danke dafür. Ja, heute fährst du den DGS 69471 mit dem Sarail-Stahlzug, der von der HSL gefahren wurde. Heute mit der gemieteten Baureihe 185, der Railpool mit 5 Hubbins leer. Die in Neunkirchen beladen und mit anderen Wagen retour gehen. Strecke Baden, Bremen-Oldenburg, PZB Stufe M.
Bremsstellung P. Da muss ich gleich auch nochmal zu fragen. Und einfach mal direkt nachhaken, wenn wir das gerade zu lesen haben. Vmax ist 100. Wenn Streckenpulverin ist 120. Das ist ja cool. Ja, da habe ich mich auch, kann man heute auch was sagen, das wird nicht hinhauen. Wir fahren heute nochmal Winterservice bei Schnee, aber dazu gleich später mehr. Zuggattung DGS. Zug Nummer 69471. Startziel HBK E-Break Unterweser. Also Hansestadt Bremen KE-Break? Keine Ahnung. SNK Neunkirchen. Du benötigst Nordwestbahn 425 von Tombomski. Erfurter Bahnservice 155 von Just Jonas. Die Railpool 155 von MS 06406. Und die 185 HVLE von mir. Gute Fahrt. Ja, da war ich wieder sehr clever. Ich habe die Lackierung vergessen. Ich habe da gerade nicht drauf geachtet. Auf die Lackierung. Boah, bin ich doof. Ja, also wir brauchen erstmal die Nordwestbahn. So. Wir gucken mal. Das sind auf jeden Fall die Sachen von ihm. HVLE ist hier auch nicht bei, deswegen. Wir gehen mal eben hier. Seiartig. So. Machen wir eben hier ganz schnell. Ach, da muss ich das Spiel wieder mal starten, ne? Ja. Also wir brauchen einmal die hier. Wisst ihr, ich hau euch den Link natürlich zu allem in die Videobeschreibung rein. Also erstmal machen wir den hier. Richtig, richtig. Das wäre das Szenario. So, das ist eh raus. Zack. Szenario. Richtig, richtig. So. Dann brauchen wir von Tombomski. Jetzt ist die Frage, ist das der Tombomski? Das war zu schlimm. Ich habe keine Ahnung. Ja, Nordwestbahn. Wir lassen das mal weg. Wir gucken mal nach Nordwestbahn. Mal gucken, ob wir überhaupt finden. Nordwestbahn, Langeoog. Könnten nämlich auch... Was haben wir denn hier so ein 425ern? Lalalala, tralala. Ja, cool, dass die Dostanhänger eigentlich hier sind. Das ist schön. Die fahren nicht bei mir in der Gegend auch rum. Auch mit dieser Lokomotive. Da waren die nicht vom RE44. So, Nordwestbahn. Nein, das wird wirklich der andere sein. Ich weiß zwar nicht, wie du an die Namen kommst, lieber Olli. Aber ich habe hier immer andere Namen stehen. Ich habe da echt keinen Plan, wie du drauf kommst. Falls es die richtige Lackierung ist. Ja. Muss mir mal so privat mal erklären. Oder, keine Ahnung. Wäre cool, wenn du einfach die Namen reinschreibst, die wir auch hier dann stehen haben. Ich vermute mal, es wird der hier sein. So, das heißt, wir hauen den jetzt hier rein, kopieren. Installiert wird das Ding gerade. Allerdings brauche ich dafür einen neuen Spielstart, dass das Ding geladen wird. So, dann haben wir den. Ich vermute es. Ich vermute, er ist es. Erfurter Bahnservice 155 von Just Jonas. So, dann haben wir... Na, natürlich nur mit Erfurt. Finde ich jetzt auch nicht. Boah, jetzt haut er mir ja noch irgend so einen dämlichen Plunder raus. Oh, lalalala. Ich mache das jetzt bewusst, dass ihr das seht, wie viel Aufwand da manchmal hinter steckt und wie nervig das sein kann. So. Erfurter Bahn. Ich finde jetzt hier wieder nichts, weil der Creators Club wieder nicht so will, wie ich will. Das heißt, wir müssen die Seite nochmal neu laden, die natürlich bei meiner Geschwindigkeit auch so weiter hervor und geht, denn... Und ich finde hier nichts mit Erfurt. Alter Schwede. Aber ich will da drin haben. Nur, dass ihr das mal gesehen habt. Macht halt eh weg. So, fertig. Du musst doch mal langsam. Ey, Junge, Junge, Junge. Das kann doch nicht sein. Liveries. Machen wir BR 155. So.
Oder einfach nur 155. Zack. Gut, so, was haben wir denn hier? Orient Rot, Cargo dreckig. Press, Intrig, BAS. Frank. Erfurter Bahnservice geben, ja, ja. Dann ist das auch kein Wunder, dass man nicht findet, wenn da ein Tippfehler drin ist. So, oder habe ich da jetzt gerade. Ne, hier. Ich habe das Copy and Paste. Möchte ich so machen können, ansonsten ist das doof. Lieber Olli, betrifft aber jeden. So, jetzt ist die Frage. Ich habe hier TF Jonas. Wie kommst du auf Just Jonas? 7.1. Verstehe ich auch nicht. Aber ist okay. Jedem hat seine. Bei mir heißt er Just Jonas, bei dir TF. Nee, Quatsch. Bei mir TF Jonas, bei dir Just Jonas. Soll mir auch egal sein. So, wir haben ihn auf jeden Fall. Ist der Konsort hier. So, Copy einfügen. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. So. Dann haben wir den Hobel. Richtig, richtig. Jetzt kommt das nächste. Wahrscheinlich werde ich mich auch wieder halb aufregen über den Plunder. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Railpool 155. Die werde ich garantiert auch nicht finden. Möchte ich drum wetten. So, bestimmt ist es die hier. Baureihe 155 Railpool. Könnte aber auch eine andere sein. Wir wissen es nicht. Könnte auch die sein. Aber die da oben wird garantiert von Cat Gaming sein. Ist es die hier? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. MS06406. Ey, keinem lassen Schimmer, wer jetzt sein soll. Ist es die hier? Oder ist es die hier? Ich weiß es wirklich nicht. Wir werden es sehen. Vielleicht haut das hin. Hätte aber jetzt genau gut auch der Erfurterbahn. Ah, ne, das ist ja nicht TF-Jonas. Ja, lass ich gelten. Oder ist es die von Cat Gaming? Wisst ihr? Wir machen jetzt Trick 17. Ich schmeiß einmal die Cat Gaming-Variante rein. BR155 von Cat Gaming. So wird es nachher in der Videobeschreibung drin stehen. So. So. BR155. Ich schreibe jetzt nur die Namen dran. Von TF Jonas. BR100. Da kommt dann die andere. Ich werde die jetzt beide installieren. Sicher ist mir sonst. Ich weiß zwar nicht, wie auf den Namen kommt, aber ich bin auch wirklich gut. Cool. Hauptsache, wir haben dann alles am Start, so wie ihr das haben wollt und gut ist, ne? So, dann gucken wir, haben wir noch ein paar. So, das heißt, wir brauchen den vom BZB Bogdan. Ich weiß nicht, einer von beiden wird richtig sein. Denke ich mal. Soll mir auch egal sein. BZB Bogdan. So, dann haben wir jetzt ja gesagt, wir gucken hier weiter, ne? Haben wir noch welche in Rap? Wir könnten natürlich auch die haben. Ist es die? Orient Rot. Press. Dann haben wir hier noch ein DB Rot, ja. Okay, mehr haben wir nicht am Start. Also wir haben noch eine. Die von Spami. Kann es nämlich genauso sein. Haben wir wenigstens unterschiedliche Nummern? 138.1, 138.1. Und die andere von Cat Gaming, der ist bestimmt auch 138.1. Das ist ja auch so eine Sache. Schade. Hat. Wenn die jetzt noch alle wenigstens unterschiedliche Bezeichnungen hätten. Na, aber okay. Dann wäre hier wenigstens noch cool, aber so. Ich habe keinen Lassen von Spami. Spami gehört auch noch. So. Also wir haben mal, wir können direkt mal dann gleich auf die Lackierung hier so im Wechsel eingehen. Also Bogdan versus Spami, wo ist der Unterschied? Wir haben einmal den, wir haben den. Spami sieht so aus, Bogdan sieht so, der hat Railpool drauf, der hat das auch, der hat die Nummer kleiner als Spami und dünner. Und sonst ist das gleich. Was fällt uns direkt auf? Schwarz Hintergrund. Die Bezeichnung hier fehlt. Unter dem OL. Ne. Irgendwie ist das einfach nur anders. Der hat da andere Sachen draufstehen. Der hat da andere Sachen draufstehen. Eieieiei. Welcher jetzt besser ist? Wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Also auf jeden Fall ist hier der Unterschied zwischen dem und dem. Schon mal von.
ist natürlich eine coole Nummer. So, jetzt haben wir hier Railpool. Die Höhe ist auch ungefähr gleich. Das ist schon... Ich meine, cool, allgemein cool, die Lackierung. Also, ich glaube, da tut sich nicht viel. Ausgeglichen sind sie beide. Also, ihr macht mit beiden, glaube ich, keinen Fehler. Können wir mal gucken. Seht ihr ja auch in der Größe, ne? Der eine hat jetzt 190, fast 200 Kilobyte und der andere auch 180 kW ungefähr. Da tut sich nicht viel. Wir können jetzt mal gucken, wo war denn der Hobel von Cat Gaming? Ja, Cat Gaming. Schön, dass ich noch WhatsApp offen habe, ne? Hallo Christian, Michael. Cat Gaming, ne? Das war die Lok. Genau, die wollte ich auch noch mal eben reinschauen. So, dann haben wir die direkt mal im Vergleich. Aber wie gesagt, created by Alex in Game YouTube Channel. Aha, okay. Which belongs to Railpool. So, dann hauen wir uns hier noch die rein. Und ja, Cat Gaming. Du hast jetzt leider die A-Karte. Du hast die niedrigste Punktzahl gezogen. Obwohl du die größte, anscheinend, die größte Datei hast. Das denn? Naja, wie auch immer. Die anderen haben hier noch ein bisschen Kleinkram stehen, du nicht, deswegen hast du die 6 und die anderen die 1. Haha, nein. Spaß beiseite, ist natürlich auch eine schöne Lokomotive, keine Frage. Also, ich finde es total cool, dass ihr alle die gleiche Nummer genommen habt. Also, das ist natürlich ein bisschen blöd. Sprecht euch in Zukunft ab, Leute. Dann können wir da auch ein bisschen mehr drüber diskutieren und reden, dann macht es mehr Sinn. Nee, aber... Also der Unterschied ist wirklich hier bei dem kleinen Kram an den Seiten. Ansonsten auch hier, er hat die auch wieder bis hier gezogen, also bis knapp unter die Lampe hat er das Grau gezogen. Er hat es auch bis knapp unter die Lampe gezogen. Ja, ebenfalls eher einen Ticken weiter. Ja, aber so, tut sich da sonst noch irgendwas bei den drei Lokomotiven? Nein. Der Blauton ist vielleicht noch anders. So, wir haben einmal den Blauton, wir haben den und wir haben den. Ja, und ansonsten ist es wirklich nur der Kleinkram hier unten. In dem Fall die Variante von Bits Bogdan versus Spami. Kann man jetzt auch nicht so erkennen hier drauf, was da genau steht, aber es ist halt die Feinheit. Ja, also die Feinheiten sind da eben da. Aber ansonsten... Bei Cat Gaming fehlen sie halt da unten vorne die kleinen Beschriftungen. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier auch auf Nieb keinen großartigen Unterschied. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass der eine vielleicht das Dachloch lackiert hat und der andere nicht. Ja, aber gut. Also es ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, welche schönere Lok ist und welche nicht. Also, lasst euch drei installiert. Ich denke wirklich, jetzt, wenn man jetzt hier wirklich Punktabzug in der B-Note... Ist wirklich in dem Fall Cat Gaming und die anderen beiden würde ich fast gleichwertig betiteln. Ist natürlich die Frage, ob die Blautöne richtig sind. Er hat ein dunkleres Blau, glaube ich, verwendet. Wobei das auch... Ja, er hat ein dunkleres, eher ein helleres. Und er noch ein Ticken heller. Ja. Also, gut. Müsst ihr für euch entscheiden, welche die schönere Lok ist. Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung nachher. Und ja, gut, haben wir das. Was brauchen wir denn noch, lieber Uli? Die 185 HVLE. Das müsste die Goldlok sein, ne? Ja. So, 185 HVLE. Das ist wieder oben, alles klar. Wie heißt das Ding jetzt hier? Einfügen. Wieder nicht gefunden. Machen wir nur HVLE, weil ich wieder nicht finde. Das ist echt blöd. Also muss ich sagen, das ist wirklich der Punkt in der C-Note, B-Note in der Szenariobeschreibung, find den Kram erstmal. Du stehst hier und du findest einfach nichts. Und das ist so ein Punkt, das macht keinen Spaß. Und das verstehst du auch. Das versteht jeder, der das jetzt hier sieht. Ja, also wir haben eine HVLE. Oder nur, einfach nur eine HVLE, ne? Genau.
Leerzeichen zwischen, deswegen vielleicht. Ich finde sie nicht. Was haben wir denn noch? 185. Ah doch, jetzt habe ich eine. Jetzt haben wir eine MRC. Und welche ist jetzt die richtige, Olli? Danke, Olli. Ich hab dich lieb. Ich hab dich heute echt lieb. Also. Oh, Wusa. Also wirklich so ein Wusa-Moment. HWF Video. Nein. BB Vollgas. Nein. Olli, das ist sie. Das ist sie. In dem Fall weiß ich aber auch nur, weil du Olli bist. Das ist die richtige. Deswegen hier habt ihr die von Olli. BR185 von Olli. Ich hoffe, dass sie. Olli. Szenario von Olli. Szenario von Olli. BR425 war das, ne? 425 von Fragezeichen von. So, die haben wir sogar installiert. Könnten natürlich auch die von Lucas Mann nehmen. Ist auch egal, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Die war schon schlecht. Das ist mir jetzt direkt gerade bei dem aufgefallen. Ich würde da jetzt auch nicht drüber erzählen. Sorry, dass es so rausgerutscht ist. Natürlich war das auch aufwendig, aber wenn die Nummern schon schief sind, übertrieben groß sind oder so, brauchen wir nicht drüber reden. Hier von BB Vollgas gibt es natürlich auch so ein paar Details. Wie der Kleinkram wieder, der fehlt. Ja, was haben wir noch? So ein Beispiel hier, die ist sehr schön von HWF Videos. Da ist nämlich alles drauf, wie es sein muss. Aber wirklich alles an kleinen Schrott. Und ja, wir können nochmal eben die reingucken. War das. Welche war das denn jetzt hier? War das die oder die? Ich glaube die hier. Oder die. Ah, Mann. Jetzt habe ich mich schon wieder verdrückt. Ne, die war es nicht. Die ist es, genau. Und hier, jetzt steht zumindest schon mal ein bisschen mehr an den Seiten drauf, ne? Aber eben auch der Kleinkram. Inzwischen lege ich da halt sehr viel Wert drauf, seitdem ich. Man sieht es einfach, es. Ist halt möglich, ne? Das ist trotzdem eine schöne Locke, Olli. Also keine Frage. Gilt auch für den anderen Kollegen vorhin. Ich weiß, da ist richtig viel Arbeit in den Dingern, die da reinfließt. Und ja. Aber es sind halt diese Mankos, die dann eben nochmal die Schippe zwischen der Note 2 und der Note 1 Plus quasi auseinanderziehen. Ihr wisst, was ich meine. Soll natürlich nichts heißen. Weiter so. Und auch das hier ist eine schöne Locke. Die bleibt auch weiterhin installiert, natürlich aus genau dem Grund. Nur jetzt sind halt wirklich diese Kleinigkeiten. Wobei man dann auch wieder bedenken muss, jeder macht das ja anders. Ich glaube, Olli spielt sogar auf Konsole, ich bin mir jetzt nicht sicher. Da ist halt natürlich schwieriger, dann noch Layers reinzuhauen, als jemand wie beispielsweise Cat Gaming, der dann, ich sag mal, mit Mod, mit einer Mod. Wie, das Ding öffnet sich jetzt schon wieder von automatisch. Dann beispielsweise sich nochmal 10.000 Layers draufhaut und dann wirklich wie bei den N-Wagen zigtausend Dreiecke da drauf malen kann. Na, also da sind dann halt schon Unterschiede. Man muss das halt realistisch sehen. So, das dazu. Ich denke, ich habe jetzt alles hier drin. Ja, ich hau das hier als Outtake nach hinten ran, habe ich so gerade eben beschlossen. Und ja, dann machen wir das andere zuerst. Und sag dann in dem Fall hier vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein.